1. FC Köln, amtierender deutscher B-Jugendmeister. Siegte im vergangenen Jahr am 16.06. im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund im Stadion Rote Erde in Dortmund mit 3:2 vor 10.000 Zuschauern. Auch dieses Jahr schickt sich die Mannschaft an, wieder ganz hoch mitzuspielen. Derzeit Tabellenführer der Bundesliga West, 2 Punkte vor Borussia Dortmund. Der SFC Köln 1:0 in Verführung von deutscher City Nummer 11, Vincent Zuckerling. Und der junge Mann, der hat auch schon für die deutsche U16 getroffen, und zwar beim 6:0 in Gotha vor 1.700 Zuschauern gegen Tschechien. Entscheidend war da 7:0. Und das 2:0 des FC Köln Torschütze wieder Nummer 11 Vincent Zuckerling. Thank you.
Torschütze Nummer 1, Jonas Gurbig. Steht ja normalerweise im Tor. Auch bei der deutschen U17, wie zum Beispiel bei einem Spiel am 10. Oktober gegen England beim 3:3 in San Pedro de Pinatar in Spanien. Und das 4:0, das könnte Köln, der Torschütze. Diesmal die Nummer 10, Vladimir. Dann die Nummer 16, Vladimir Frater. Für den ersten FC Köln. Torschütze die Nummer 20, Moritz Thiel. Der war schon zu einem DFB-Lehrgang für U17 eingeladen. Und das 6:0 für die Jungreisegruppe für Köln. Torschütze die Nummer 17, Vladimir Frater.
sogar noch zu einem und zu elf. Wir sind in der letzten Spielminute. FC Boys gegen den ersten FC Köln. 9:7. Und das 8:0 für den ersten FC Köln. Torschütze die Nummer 6, Ismail Mancuya Maloko. Thank you.